Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir machen weiter mit Kollateralschaden. Der Familie von Orin. Ne, Olin. Heißt ja Olin oder Orin? Olin. Erend und Olin, ne? Ja, doch, doch. Ich glaube schon. Lol. Da spielt man mal wieder so 2, 3, 4 Tage nicht und schon alles vergessen. So. Ich weiß auch nicht, wie wir gerade munitionstechnisch und so aufgestellt sind, wegen Lohe und so weiter. Ah, okay. Nicht so genial. Das heißt, alles, was Lohe angeht, sollte ich schon noch mitnehmen. Aber... Ja, doch, allerdings, Lohe ist nämlich jetzt schon wieder... Ist jetzt schon wieder aus. Schon wieder ausverkauft. Ende Gelände. Cool. Okay, ah ja, genau. Draht ist auch ein bisschen kritisch gerade. Ja, nice. Das ist also schon mal die Bestandsaufnahme davon. Was bist du? Ein Trampler. Kennen wir Trampler schon? Haben wir Trampler schon mal auseinandergenommen? Haben wir schon mal einen Trampler auseinandergepflückt, Leute? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Fischgesicht. Was habe ich gerade für einen Pfeil? Einen Beutepfeil. Oh ja, gut, okay. Warum nicht, ne? Da wir Fischgesicht für irgendwelchen Kram brauchen, nehme ich jetzt mal ein bisschen Fischgesicht mit. Es hat aber nur Fleisch gehabt, das Fischgesicht. Das ist jetzt irgendwie doof. Da vorne ist ein Truthahn. Da ist noch ein Fisch. Aber egal. Egal. Ich würde mal den Trampler kalt machen, Leute. Ich würde es mal probieren. Ah, das ist sogar ein Trampler-Areal hier. Ja, cool. Okay. Oder halt auch nicht. Okay, je nachdem. Ne? Ich werde jetzt gleich merken, ob das eine gute Idee ist, die kalt zu machen oder nicht. Probably nicht. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Also, Stärke, Feuer, Schwäche ist auf jeden Fall hier erstmal irgendwie Schaden einfach nur. Cool. Schwäche ist Elektro, Schwäche ist Eis. Die Schwäche vom Körper ist Eis. Ach was, das trifft sich ja ganz gut. Kann ich den vielleicht schon sogar mit einem, warte mal, wenn die Schwäche Eis ist, dann nehmen wir auf jeden Fall die Eisschleuder. Das ist ja klar. Zack. So. Okay, Eis habe ich auch nicht mehr so viel dabei. Oh! Ich habe nicht gesehen, dass er mich anguckt. Ich habe gedacht, er guckt in die andere Richtung. Das war jetzt Fail meinerseits. Jetzt guckt er auch wieder in die andere Richtung. Okay. Ich wollte nämlich gucken, ob ich dem vielleicht schon einen stillen Schlag mitgeben kann. Das wäre ziemlich cool. Aber ich befürchte fast. Ich kann noch den Pfad von dem nicht anzeigen lassen. Ich weiß nicht wieso. Das ist seltsam. Okay, jetzt werden wir gleich mal sehen, was wir machen können, Leute. Okay. Kämpfen werden wir können. Alles klar. Dann. Catch these. Achso, der ist schon eingefroren. Ach, cool. Hold on. Ja. Oh ja. Da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Jawohl. Oh nein. Den wollte ich gar nicht. Ja, da wollte ich reinschießen. Sehr geil. So, jetzt brauchen wir wieder eine neue Ladung Eis. Kann er haben. Geil. Da ist er auch weg, der Fuzzi. So, dann kriegen die nächsten eine Ladung Eis. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht getroffen, wollte ich sagen. Gut, das hat sich so eben relativiert. Ne, hat nicht getroffen, schade. Jawohl. Noch einen rein. Na komm, guck mal ein bisschen näher. Du Idiot. Ja, nein. Schade. Ich hab keine Munition mehr, aber noch viele. Wir haben eh fast. Jawohl. Okay. Dann der nächste Eis-Hit. Das ist cool, dass die direkt mit einem Schuss eingefroren sind. Dadurch sind die relativ einfach, muss man sagen. Oh, da kommt er an. So. Oh, da steht einer im Weg. Den hatte ich jetzt erstmal nicht gesehen. Weg! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay.
Dammit. Ist mir aufgetaut. Ach egal, den krieg ich jetzt auch so kalt. Jawohl. Hi. Ist ja kalt, weil ich die einfriere. Haha. Lol. Ist der einfach explodiert gerade oder was? Hä? Der war ja wild. Hängt der in diesem Baum fest? Der hängt in dem Baum fest! Ha. Ich hab keine Munition mehr. Das ist uncool. Und ich kann auch nicht mehr so viel herstellen, weil ich nicht mehr so viel Draht habe. Das ist auch ein bisschen uncool. Ups. Ist ein Statement. Dankeschön. Wollen wir da vielleicht drüber reden, Kollege? Nein, wollen wir offensichtlich nicht. Okay. Dann. Halt nicht. Die sprengen sich irgendwie mal selber, oder? Die Idioten. Die sprengen sich immer so ein bisschen selbst. Machen sich damit selber Schaden. Glaube ich. Ah, den habe ich. Okay. Ah, das war's. Ja, okay. Also Trampler sind sympathisch, mit denen kann man arbeiten. Oh, hi. Zu dir wollte ich noch gar nicht. Mit Tramplern kann man arbeiten. Und die haben auch ordentlich Draht dabei, das ist gut. Zehnfach Draht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die alle rumliegen. Ich habe davon jetzt, glaube ich, 4 Stück auseinandergepflückt. Hey, hey, hey. Saubere Sache. Und ich habe mich gar nicht so oft treffen lassen, würde ich mal sagen. Also, war okay, war okay. Hätte schlimmer sein können. Hätte auf jeden Fall schlimmer sein können. So, und ich bin jetzt auch gleich schon in diese Quest mit Odin reingestolpert. Ich kann keine Zünder mehr mitnehmen, echt? Für was brauche ich denn Zünder? Für das hier zum Beispiel. Kann ich aber nicht mehr herstellen. Da brauche ich Zünder. Na, guck mal. Da auch. Ja, ich habe 500 Zünder. Das ist natürlich... ja. Ein bisschen was. So, Lohe ist jetzt an dieser Stelle wieder ausverkauft. Das ist schlecht. Lohe haben die Kerle nämlich leider keine dabei. Schade. Doch, aber Trappler finde ich cool. Die, sind nicht zu schwer. Man kann von denen noch mehrere auf einmal kalt kriegen. Das ist gut. Doch, die sind cool. Ich habe die ganze Zeit Haare im Gesicht, man. Sowas Nerviges. Ich war gerade duschen, deswegen sind die... Ist die Friese eh kreuz und quer. Aber hey. So, okay, laufen werde ich mir länger im Kreis. Wir sollten Odin einkassieren. Wo bin ich denn jetzt? Da. Rede mit Odin. Aha, und das ist hier, erkunde die Sonnenfelsen, Spornfelsen. Da das hier Punkt 1 ist, mache ich das jetzt einfach mal zuerst, würde ich vorschlagen. Moment. Falsche Richtung. So. 2000 Schritte ist unsere Quest entfernt. Das ist ganz schön viel. Okay, und hier sieht es aus, als wäre irgendein Karren lang gefahren, aber irgendwas richtig Breites, weil eine richtig breite Spur ist. Steine habe ich auch irgendwie seit dem Intro nicht mehr gebraucht, ne? Seit der Anleitung am Anfang habe ich keine Steine mehr benutzt. Das ist irgendwie... Naja. Wahrscheinlich nicht so gut. Boah, das war ein Scharfschützenfall, du Depp. Goddammit, dein Ernst. Und dann bringt's nicht mal was. Ach, da ist der Odin. Na ja, gut, dann kann ich jetzt auch zuerst mit ihm reden, wenn ich schon hier bin. Eine Frau, die ihr Wort hält. Natürlich. Olin. Tu nicht so überrascht. Deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spornfelsen. Okay. Ach, das war optional. Ach was. Ach so, das heißt, ich kann jetzt entweder mit ihm zusammen das machen oder alleine. Ah. Zu spät. Okay. Das ist natürlich cool eigentlich. Das heißt, ich habe mich jetzt automatisch dazu, oder aus Versehen dazu entschieden, es mit ihm zusammen zu machen. Finde ich gut eigentlich, weil ich will es eh mit ihm zusammen machen. Ah, ist jetzt auch wieder Tag. Das ist doch super. Erledige die Kultisten und finde Odins, Odins Familie. Unten hinter dem Fels. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Hi. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Ja, wir machen das, wir machen das.
Okay, wie viele Wochen haben wir denn? Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Okay. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Das ist gut. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Geil. Stimmt wohl. Selbstkritisch im Humor finde ich gut. Osaram-Stil. Oder von der Seite oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Ja. Soll ich das vielleicht mache ich es auch einfach ganz entspannt. Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Gerne. Also los. Du hast meinen Stahl. Nice. Aber mach keinen Stress, ja, weil ich möchte nicht wegen dir entdeckt werden. Ich möchte das Ganze erstmal möglichst leise angehen. Hui, das sind viele. Wildschwein? Nicht das Wildschwein. Sie Olens Familie festhalten. Okay, finde den Kellereingang. Was? Auch was? Okay. Hatte ich auch eine Option. Kellereingang. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach frontal reinlaufen. Das ist doch jetzt bestimmt nicht die beste Idee. Ich würde außen rum. Ich laufe mal außen rum. Ah, shit. Komme ich nicht. Oder kann ich da hoch? Nee, wahrscheinlich nicht. Die haben sich einen guten Platz ausgesucht, ne? Muss man den lassen. Was? Ey! Ich würde mal sagen, die ersten beiden hätten eher getroffen als der hier, aber okay. Nee, da komme ich nicht hoch. Oder? Oder? Es wäre cool, wenn ich von oben kommen könnte. Nein. Nein. Wenn ich da weitergehe, habe ich ein Problem, dann falle ich nämlich da richtig schön runter. Nee. Hier kommen wir nicht hoch, glaube ich. Sei denn, ich kann irgendwie hier Stück für Stück. Nee. Oder? Ich würde halt wirklich ganz gerne von oben erstmal die alle Stück für Stück wegnatzen. Ja! Oh Gott, geil! Ey, wie gut! Okay, Leute. What? Was ist gerade passiert? The fuck? Wurde ich gerade zurückgesetzt, weil ich mich zu weit von der Quest entfernt habe, oder was? Oder weil ich zu nah am Weltenende war? Hä? WTF? Wie lächerlich. LOL! Was war das denn gerade? Mann, das hätte funktioniert. Ich wäre jetzt da von oben schön und hätte die alle weggenutzt. Wie lächerlich. Ey, Leute, wenn ihr kein Open-World-Spiel machen wollt, dann macht doch kein Open-World-Spiel. Was soll denn die Scheiße jetzt? Das regt mich auf. Mann, das hätte funktioniert. Der hat einen Lorbehälter dabei. Stopp. Ist da draußen etwas? Nö. Jemand. Olin. Sie müssen im Hauptgebäude sein. Oh Mann, dieser Typ. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Der ist so dumm. Er ist einfach so dumm. Er ist so dumm. Du wirst verenden. Ja, Olin. Das hast du richtig gut gemacht. Shit. LOL! Ach komm, diese Hitbox immer. Bleibst du bitte stehen? Du Arschgeige! Ach, Diggi. Hier ist sie. Ist der oben wieder da? Danke. Ach, diese... Das gibt's doch nicht. Ja, gut, Oli. Das hast du ja wirklich gut gemacht. Hallo, kann ich bitte... Du kannst doch den Griff nicht
Und du hast gar keinen Bock, okay, alles klar. Da hast du. So, noch jemand, der Stress will? Ja. Digga, was ist das für ein Truthahn? Gib dir diesen Truthahn! Er ist einfach. Was zur Hölle? Er ist einfach aus Stahl oder so. Ja, moinsen. Oh! Das ist aber cool. Der hat einiges an Tränken dabei gehabt. Das trifft sich doch mal sehr gut. Ja, Odin. Das war nicht ganz mein Plan. Deswegen wollte ich nämlich außenrum und das von oben machen. Da hätten wir nämlich alle Stück für Stück erstmal wegnatzen können. Aber hey. Hä? Ach, jetzt sind die Truthähne plötzlich tot. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Kannst du dieses Ding weglegen, bitte? So, was habe ich keinen Platz? Für Truthahnhaut und für Fleisch. Echt jetzt? Warum habe ich dafür keinen Platz? Warte mal, kann man hier was machen? Ja, kann ich. Okay, Outfitbeutel könnte ich erhöhen. Das war's auch, dann machen wir das. Fischgräten, ja toll. Habe ich jetzt wieder Platz? Na also. Was hat der dabei? Noch ein bisschen Truthahnhaut. Ne, hä, das ist immer noch derselbe. Ich kann die Truthahnhaut wieder nicht mitnehmen, so eine Scheiße. Ey, ernsthaft? Ich kann das Fleisch und die Truthahnhaut nicht mitnehmen? Was ist das denn schon wieder für ein Kack? Das ist doch schon wieder Kacke. Das finde ich doch schon wieder Kacke. So, ich habe schon wieder viel zu viel Scheiße dabei. Tierschädel, ja toll. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Ach. Wieder so viel Müll dabei. Ewig viele Metallgefäße vor allem wieder. Das ist eine Kacke. Winziges Fleischstück, ja, am Arsch, Alter. Lass mal ein bisschen Holz hier liegen, oder? So viel Holz brauche ich eh nicht. Keine Ahnung. Guck mal, ich habe über 1000. Das kann man einfach mal hier. Einfach mal liegen lassen. So. Und dann nehmen wir stattdessen den Truthahn mit. Ich denke, der ist wichtiger als das Holz. Ja, so. Was hast du noch? Ja, okay, da kannst du mich am Arsch mit dem Scheiß. Ja, okay. Hä, was ist denn mit den Tieren hier? Die sind irgendwie auch verbuggt, oder? Ich müsste die doch kalt machen können eigentlich. Weird. Super weird. Oh, ich hätte einen Wagen am Arsch. Ja, was habe ich da jetzt noch drin? Achso, Holz, ja. Okay, nee. Das brauche ich jetzt nicht. So, wir brauchen noch einen Weg in den Keller, ja? Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay, cool. Was ruhig jetzt mit dem Schlüssel mache? Kann ich da rein? Nö. Okay, cool. Also suchen wir Olins Familie da drinnen. Na dann. Hier müssen Sie Olins Familie festhalten. Verriegelt. Haha. Ich hab den Schlüssel. Auch als ob ich jetzt die Kaninchenhaut nicht mitnehmen kann. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Mann. Alter, das gibt's doch nicht. Okay, hier lässt sich was machen, das ist gut. Machen wir das. So. Schließ auf, ja klar, auf geht es. Na los, na los. Okay. Na also. Hallo? Oh, oh, meine Frau, mein Kind. Aloy, ich stehe in deiner Schuld. Schon wieder, ja. Sonne sei Dank. Du hast uns gefunden. Ich fand jemanden mit dem Mut, den ich selbst nicht aufbrachte. Sie ist es, die deinen Dank verdient. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin. All deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Das hoffe ich auch. Cool. Sehr schön.
ein Happy End für diese Familie. Wunderbar. So muss das sein. Gut. Das Wildschwein hier ist immer noch aus Panzerung oder so. Ja, cool, alles klar. Na, ich verstehe das nicht. Gut, Leute. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen... Das ist eine verdorbene Zone. Wir haben noch 10 Minuten, ne? Na gut. Verdorbene Zone, Leute. Verdorbene Zone. Dann machen wir das doch noch schnell. Machen wir noch schnell die verdorbene Zone. Stufe 23 soll man dafür haben. Ich habe irgendwie Stufe 34 oder sowas. Geht klar, glaube ich. Wir können auch gleich bei den Fähigkeiten nochmal gucken. Ich glaube, wir müssten wieder 3 Fähigkeitenpunkte haben. Das heißt, da geht wieder ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Fähigkeit unbedingt haben wollte. Warte mal. Lass doch mal schauen. Ja, 3. Wunderbar. Ah, die lange Ausweichrolle. Ja, das wäre was. Höhere Konzentration wäre auch was. Maschinen unbeschränkt in Brücken. Ja, brauche ich unbedingt Fallen entschärfen. Ja, nicht so wild. Reitmaschinen reparieren braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Das braucht es auch nicht. Also diese ganzen 3 hier, die brauche ich eigentlich alle nicht. Das ist Schwachsinn. Aber der eine hier ist, glaube ich, cool, ne? Ja. Ja, das ist schon cool. Erhöht Ressourcen, Inventarplätze um 20%. What? Oh, wie gut. Ey, das brauche ich. Shit, das brauche ich. Ja, dann. Leute, das brauchen wir unbedingt. Darauf müssen wir hinarbeiten. Mit den nächsten 3 Punkten, die ich kriege, muss ich auf jeden Fall das hier machen. Weil ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Das ist ja das, weil ich die ganze Zeit das Problem habe. Das habe ich ja... Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass es die Fähigkeit gibt, ey. Das ist ja perfekt. Oh Mann. Alles klar, verdorbene Zone. Warum war ich denn bei der noch nicht? Komisch. Und im nächsten Part machen wir uns dann aber auch auf Richtung Main Quest, Leute. Was jetzt nicht heißt, dass wir dann schon in dem Part da ankommen, weil da oben gibt es so eine Brutstätte, die möchte ich ganz gerne mitnehmen, damit wir dann Maschinen überbrücken können, wenn wir da hinten ankommen, ne? Das ist ja ganz hilfreich. Aber... Wir machen uns auf jeden Fall schon mal in die Richtung auf, würde ich vorschlagen. Oh nein, ist die da hinter dem Berg? Och, bitte nicht. Ne, die ist davor, oder? Hä? Warte mal. Oh nein, sind das verdorbene Vögel, oder was? Oh nein! Och nee. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Okay, machen wir erstmal das hier an. Lol. Okay, das hat gedauert. Oh mein Gott, Alter. Verdorbene Vögel. Oh, scheiße, ey. Dann würde ich doch fast sagen... Was ist denn deren Schwäche? Keine Ahnung, werde ich gleich rausfinden. Wahrscheinlich Feuer, weil alle verdorbenen Viecher haben Feuer als Schwäche. Wo seid ihr denn? Verdorbene Plünderer. Okay, verdorbene Plünderer kann ich mitarbeiten. Der ist kein Problem. Aber wo sind die Vögel? Wo sind denn die Vögel jetzt denn? Wetten, die greifen mich gleich irgendwie aus dem Hinterhalt an. Ah, da oben. Schwäche, Feuer. Ja, okay. Dann können wir die theoretisch einfach mit Feuerpfeilen abschießen und gutes. Davon habe ich nämlich aktuell noch relativ viele. Ansonsten... Dürfte mich jetzt eigentlich nicht sehen. Lass den mal auseinanderpflücken, den einen da. Lass den Scheiß. Damit willst du gar nicht erst anfangen, Kollege.
Oh, das war ein Plünderer. Oh, fuck. Fuck. Achso, ich bin von der Verderbnis getroffen. Moment. Jetzt. Beweg dich doch mal. Ja, das mache ich ja. Das habe ich ja richtig gut gemacht hier. Das habe ich ja richtig gut gemacht. Das muss man mir auch einfach mal lassen. Das war ja richtig verdammt gut. Meine Fresse. Das kann doch nicht mein Ernst sein hier. Lass den Scheiß. So. Dankeschön. Meine Fresse, war das schlecht wieder. Einmal. Damit. Zweimal. Na, treffe ich den nicht? Hä, sag mal, bin ich dumm? Der andere liegt auch am Boden, ich weiß, aber wahrscheinlich nicht lange. So, der startet nicht mehr. Und der ist schon wieder gestartet wahrscheinlich, oder? Ja, ist gerade dabei. Dann holen wir den direkt wieder runter, würde ich vorschlagen. So, das war's dann auch an dieser Stelle. Das hätte man besser machen können. Kann man so festhalten. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie gerade keine Zeit, dem einen richtigen Schlag mitzugeben. So. Auf, komm runter. Der ist verbrannt, bevor er unten gelandet ist, ey. Meine Güte. So. Ja, hätte man bei weitem besser machen können. Kann man so festhalten. Hätte man bei weitem besser machen können. Das ist alles andere als Schrott. Aber egal. Ernsthaft? Schwierige Verderbnisscheiße? Komm schon. Lass den Kack. Ich habe genug Gegenmittel dabei. Friss also ein bisschen Gegenmittel. Okay. Ja. Hätte man schon besser machen können. Wie sieht's denn leveltechnisch eigentlich gerade aus? Oh ja, krass. Aber schon fast Level 4 und... Ne, fast Level 35. Not bad. Was ist eigentlich dieses hier? 22.000 von 34.000. Brauche ich 34.000 bis zum Maximum, bis zum nächsten Level, oder was? Krass, ist noch ganz schön viel eigentlich, oder? Hm. Naja, gut, okay. Das war jetzt so schnell. Da haben wir eigentlich noch Zeit für noch ein bisschen Kram Richtung Hauptquest, oder? Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ich wollte gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt, weil ich abgeschossen habe. Nö, ich glaube, wir haben alles. Okay, dann... Ich war noch nie bei diesem Händler. Komisch. Warum nicht? Und vor allem ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Wir gehen da jetzt mal zu diesem Händler hin, weil wir haben nämlich eine Menge Scheiße dabei, die man verkaufen kann. Zum Beispiel so ein Tierkopfschädel-Talisman-Scheißding da und was nicht noch alles. Das hauen wir jetzt alles mal weg, Leute. Apropos, hauen wir mal weg. Moment. Da irgendwo wieder ein Fuchs gehört. Jawohl. Und der hat sogar was Geiles dabei. Oh mein Gott, hier ist ein Pirscher. Frischer geht's nicht. Yep, hier ist ein Pirscher. Naja, komm. Ignorieren wir den. Ich gehe zum Händler. Der Pirscher soll mir jetzt einfach mal egal sein an der Stelle. Wenn der Stress will, kann er Stress haben. Ich bin vorbereitet, theoretisch. Oh, nee, bin ich nicht. Ich kann mich keine Feuerfalle mehr erstellen. Cool. Aber hey. Hey, ich wollte das Wildschwein haben. Na also. Jawohl. Ah, da ist er doch. Da ist er doch. Na, das war doch mal eine Express-Aktion hier. Das war aber mal express abgefrühstückt hier, Alter. Richtig weggeballert, den Kerl. Saugeil. Lass uns weiter, ne? Ja, ja, klar. Alter, die können mir ja gar nichts mehr. Gib dir mal das, Ei. Okay, schade. Da hat er mir noch einen gegeben. Also einen Treffer kriege ich von denen dieses Mal, wenn ich das so mache. Aber im Endeffekt können sie mir nichts. Ist okay. Auch ernsthaft, noch einer? Hä? Ah, da hinten. Warte mal. Pirscherkanone können wir auch einfach abschießen. So. Weg damit. Brauchst du doch eh nicht mehr, oder, Kollege?
Weißt du was? Jetzt nehme ich die nämlich. Oh, der hat eine Bombe hingelegt. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen gerade. Ah ne, das ist nicht die Kanone, die ich abgeschossen habe. Oh, dammit. Ja, komm, verpiss dich nur. Verpiss dich nur. Scherzkeks, jetzt guckt er mich an wie ein Auto oder was? Da, friss. Ach Junge, was machst du denn da hinten? Du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir ganz gepflegt auf den Sack. Also. Schicht im Schacht! Diese Pirscher immer. Jetzt habe ich keine Feuerbomben mehr. Mano. Och, der ist da oben. Deswegen war ich da noch nicht. Oh Mann, okay. Ja, cool. Wie komme ich da jetzt möglichst schnell hoch? Karte. Ah ja. Keine Ahnung, wie komme ich da möglichst schnell hoch? Wahrscheinlich von der anderen Seite, oder? Ja, locker. Okay, warte mal. Warte mal. Die haben mich wieder einiges an Gesundheit gekostet jetzt, aber im Endeffekt lief es eigentlich ganz gut, denke ich, mit den Pirschern. Das sind also auch kein großes Problem, weil ich die mit ein paar Schlägen ziemlich gut betäuben kann. Das ist eigentlich ganz nice. Wir sind auch wieder in der Nähe von Meridian, ne? Das heißt, ich könnte theoretisch mal die ganzen Quests abschließen, die wir da noch rumliegen haben. Sag mal, wie zum Teufel komme ich da hoch? Bin ich jetzt blöd? Oder gibt es da keinen Weg hoch? Ich sehe jedenfalls gerade keine Möglichkeit, hochzukommen. Nö. Ah, kann ich hier klettern? Ah. Ah. Boah, das ist aber... Okay. Kein Wunder, dass ich da noch nicht war. Das habe ich bisher wahrscheinlich nie gesehen, dass man da klettern kann. Okay, na dann. Klettern wir das mal hoch. Jetzt muss der aber auch irgendwas Spezielles haben, wenn der hier oben steht, ey. Meine Güte. Sag ich mal, ja, was hast denn du so Schönes? Okay, ich habe immer noch nahezu null Scherben, cool. Ja, dann kann ich mir eh nichts kaufen eigentlich. Scheiße. Egal, aber ich kann mal verkaufen hier, so. Da gehe ich mal gerade wieder ganz kurz durch, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, Leute, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir ein bisschen Panzerwandererherzen bekommen, weil dafür kriege ich ein Outfit. Und das hätte ich ganz gerne. Wo hätte ich ganz gerne den Scheiß, den bauen wir mit. Ja, absolut. Ah, hier kann man sich abseilen. Wunderbar. Perfekt. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. So will ich das sehen. So, wo sind wir denn gerade in Bezug zu Meridian eigentlich? Zeig mal her. Ja, schon ganz gut. Schon kann man machen. Haben wir fast was zum Teufel. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Wenn, dann machen wir das dann mal aktiv, weil da ist nämlich noch eine Quest, die ich noch nicht gemacht habe. Ansonsten haben wir eigentlich jetzt alles erstmal hier in der Nähe erledigt. Dann würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.